Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Campingfreunde. Ich bin immer noch auf dem Caravansalon bei Westfalia auf dem Stand und habe mir den Nugget Plus Trend geschnappt. Und ja, wir gehen mal so ein bisschen die Maße durch. Das Fahrzeug hat eine Länge von 5,33 Meter, 34 circa. Die Breite mit Spiegeln 2,31 Meter. Ja, das Fahrzeug hat eine Höhe von 2,86 Meter. Das hat so ein GFK-Dach, wie ihr seht. Und Frischwasser 42 Liter, Abwasser 42 Liter, Gasvorrat 2,8 Kilogramm. Das Fahrzeug kostet hier auf der Messe 85.276 Euro inklusive der Ausstattung. Ich gehe mal so ein bisschen drüber, damit ihr das seht. Ja, Fahrzeug hat eine tolle Farbe, finde ich. Wir gehen mal nach hinten. Da ist mir gleich was aufgefallen. Hier gibt es ein tolles Zelt von Westfalia direkt. Und hier kann man sich duschen. Schaut mal, da ist die Duschbrause. Ja, kann man dann hier vorne schließen und man hat richtig viel Platz. Es darf allerdings nicht so kalt sein. Es sei denn, man lässt die Heizung gut laufen und macht hier zu. Das würde auch noch funktionieren. Dann seht ihr hier gleich die Toilette, eine Banktoilette. Und da gibt es hier, ich zieh das mal raus, die Möglichkeit für Privatsphäre zu sorgen. Finde ich super in so einem kompakten Fahrzeug. Und können wir hier hinten gleich mal reinschauen. Da habt ihr noch Staumöglichkeiten. Da seht ihr übrigens die Leiter, um ins Bett zu kommen da oben. Und ja, dann sind wir schon in der Küche. Steige ich mal von hinten ein. Haben hier so eine L-Küche. Hier habt ihr das Waschbecken zum Waschen, Hände waschen. Ja, hier habt ihr so eine Kühlbox, zwei Flämme und hier habt ihr noch ein Waschbecken. Ja, das ist natürlich Geschmackssache, ob ihr euch da drinnen die Hände wascht. Wahrscheinlich würde ich mir da meine Hände waschen, ne? Ja, hier oben habt ihr nochmal Stauraum. Da habt ihr Stauraum. Und hier auch nochmal Stauraum. Oh, hier ist sogar ein kleiner Spiegel. Und hier auch. Hier seht ihr einen Lautsprecher. So eine Schwanenhalslampe, die ihr anmachen könnt. Ja, wir haben hier ein kleines, kleinen Besteckkasten. Nochmal Stauraum, aber da ist wahrscheinlich das Bett schon. Das untere. So, überall Stauraum. Das erinnert mich so ein bisschen an ein Boot mit diesen Fächern. Da unten ist auch nochmal Stauraum. Und da seht ihr die Dusche, den Duschschlauch. So, jetzt gehen wir mal hier vor und gucken hier nochmal rein. So, und dann könnt ihr hier ein Bett oben rüberziehen. Klappt ihr runter. Und dann zieht ihr ganz einfach an dem Bett. Und schon habt ihr ein sehr großes Bett. Ne, das muss hier vorgezogen werden. Und dann klappt ihr das zurück. So war das. Genau. Ja, das messe ich euch gleich mal aus. Wir haben hier eine Bettlänge von 2,32 Meter. Das ist recht ordentlich. Und eine Bettenbreite von circa 1,40 Meter. So circa ist es. Das finde ich sehr, sehr gut für dieses kompakte Fahrzeug. Jetzt klappen wir mal wieder zurück. Mal mit Schwung. So. Und dann wird das hier wieder zugeklappt, verriegelt und das Bett ist geräumt. Hier unten habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, ein
Tisch auszuklappen. Vorne seht ihr das Ford-Chassis. Ja, ich habe selbst mal Ford-Transporter verkauft und ich weiß, wie gut die sich fahren. Sehr, sehr schön. Ihr könnt natürlich hier die Sitze auch drehen. Das ist schon, da sieht man das so leicht schräge schon. So, jetzt habe ich mal jemanden vom Stand geholt. Der zeigt mir gerade, wie man dort vorne noch das Bett baut. Weil ich möchte alleine nicht bei. Ich zerstöre bestimmt alles. Die Sitze einmal ganz nach vorne machen. Die Sitze ganz nach vorne machen. Dann die Sitzbank nach vorne schieben. Ja. Mit dem zweiten Hebel hier unten. Ne? Da sind zwei. Und okay. Der, genau, der. Ja. Bis ganz nach vorne, bis es eingerastet. Okay. Das ist, ja. So, jetzt ist es eingerastet. Ja, genau, dann hatte ich das schon richtig gesehen, dass das fürs. Da vorne noch ein Hebel, der vordere. Okay. Und damit wird dann quasi die Sitzbank umgeklappt. Okay. Und hier unten. Und das wird jetzt hochgeklappt. Dieses Teil, genau. Wird damit unten befestigt. Ah ja, da ist so eine Stütze, genau, die wird da eingestellt. Und so sieht das dann aus. Und schon hat man ordentlich Platz. Genau. Wissen Sie das Bettenmaß? 1,30 in der Breite. 1,30, okay. Und in der Länge 1,90. In der Länge 1,90. Und man schläft dann quasi mit den Füßen unter der Küche. Das ist schon ordentlich. Und für Kinder, denke ich mal, optimal. Optimal ja, für ja. Kinder oder einen Erwachsenen. Oder einen Erwachsenen, ne? Mhm. Alles klar. Dann ja. Sage ich Dankeschön. Bitte. Tschüss. Tschüss. Ja, wie hat euch das Fahrzeug gefallen? Also mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Es ist sehr kompakt für 4 Personen. Und ich habe allerhand Staufächer gefunden. Und mit großer Dusche, das fand ich ganz toll. Also schreibt es mir in die Kommentare. Ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß hier auf meinem Rundgang über die Messe in Düsseldorf. Bis bald!